Hey ho und willkommen zurück zu Splatoon. Diesmal gucken wir uns mal den Salmon Run an in der Bär GmbH. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals Salmon Run gespielt habe. Na, möchtest du lieber kleines Training machen? Nee, lieber später. Ich kenne Salmon Run, aber ich glaube, ich habe es gar nicht so oft gespielt oder wenn überhaupt. Was? Excuse me. Also möchtest du lieber ein kleiner, doch irgendwann später. Gerne sofort, I guess. Lass mich da. Oh, bla, du warst schon mal. Nicht nötig. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Neue Boss-Salmoniden, bla bla bla. Vielleicht siehst du mal. Runde Praxistraining. Nein. Ich denke, wir können es einfach mal wingen. Für diejenigen, die nicht wissen, was Salmon Run ist. Salmon Run ist sowas wie der. Ah, okay. Ich muss es machen. Okay. Salmon Run ist sowas wie der Zombie-Modus in Call of Duty. Also Horden an Gegnern kommen und man muss die halt kaputt machen. Und das Lustige ist halt, jede Runde über einen gewissen Zeitraum hat halt eine andere Waffe. Das heißt, es kann passieren, dass ich eine Waffe kriege, die ich überhaupt nicht mag, aber ich muss sie halt benutzen. Und, es gibt halt Bosse und kleinere Pisser. Zum Beispiel hier den Stapler. Die kommen halt irgendwann. Und dann darf man sie halt killen. Oder wird von denen gekillt. Zoom. Und dann darf man halt die Eier sammeln und. Oh, ich brauche Tinte dafür. Ah, okay, interessant. Ja, scheiß drauf. Man kann immer nur ein Ei tragen. Und dann bringt man das hier zum Korb und dann zack, sackt man sich die Punkte ein. Und in jeder Runde muss man halt eine gewisse Anzahl an Punkte sammeln, um halt der fischigste Fisch zu sein. So, ich bin aber immer noch nicht sicher, was so die beste Art zu sitzen ist, weil eigentlich will ich natürlich meine Hand ausruhen, sag ich jetzt mal. Aber eigentlich muss ich halt, ne, den hier machen. So, anyway, beim Salmon Run kann man auch Shit kriegen und den Shit will ich erstmal haben, weil, you know. Ich will halt Shit haben. Zur Arbeit melden. Selbstständig. Nee, selbstständig. Nee, nicht mit Freunden. Oh, wer hat denn alles? Pegionen, Kirino, Tino, okay. Private Schicht. Selbstständig. Selbstständig. Oh, Shit, jetzt habe ich nicht gesehen, welche Waffen es gibt. Phew. Okay. Ah, okay, wir können sie auch da reinschießen. Ich bin gespannt. Es gibt auch im Salmon Run gibt es auf jeden Fall einzigartige Rüstungsteile, die man kriegen kann. Und man kann die auch austauschen. Das heißt, man kriegt zweimal dasselbe Rüstungsteil. Und dann muss man sich halt aussuchen, welche von den randommeisten Sachen man behalten will. Oh Gott. Mit der Splatling bin ich richtig schlecht.
Also richtig schlecht. Wenn ich Tinte natürlich. Mir ist vor allem bei Splatoon aufgefallen, wie sehr ich beim Konzentrieren aussehe, als würde ich meine Lippe essen wollen. I love it. Ich meine, man kann ja über sich selber lachen, you know. Und ich versuche schon, so gut es geht, zu sagen, ey, scheiße, und ey, das ist mein nächstes Ziel. Aber genau, manchmal muss man halt die Lippe essen. Oh, da kommt der Teller. Komm, 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 komm. Shit. Oh, das ging noch rein. Und wir haben die Quote erfüllt. So, und jetzt, wo die nächste Runde ist, kriege ich quasi eine neue Waffe. Zum Beispiel die Airbrush. Das ist eine gute Waffe. Die mag ich. Die benutze ich oft. Den Splatbrella, also den die andere da gerade hatte. Die hatte ich noch nie. Also in Splatoon jetzt generell. Die kam irgendwann später hinzu. Oh, der war schön. Der war schön. Ich bin auch immer noch der Meinung, für mich jetzt, dass das Wii U Gamepad war ein bisschen einfacher zu handeln. Sind ein Bosse. Das Boss. Oh shit. Wir haben nur 4. Warum kommen denn so wenig Bosse? Oh, das ist schön, das ist schön. Und quasi je nachdem, wie viele wir drüber sind, über die Quota gibt es extra Punkte. Oh, den Schwapp. Okay, Korb ist wieder in der Mitte. Und wo kommen sie da? Oh, danke. Da hätte es sein können. Da hätte es sein können, dass ich reingeschissen hätte, wäre einer von hinten gekommen. Die können einen schon blind sein, hm? Wenn sie einen Gangbang. Nein! Shit! Komm, komm, komm. Thank you.
Ah. Meine Quote haben wir erfüllt, das ist schon mal gut. Wir sind in der dritten Welle. Wenn nochmal ein Boss auftaucht, dann hau ich meine Ult raus. Wo ist ein Boss? Da ist der Boss. Und ich glaube, in der Direct hatten sie, glaube ich, gesagt, dass wenn man Glück hat, kriegt man auch noch mal so einen Boss. Also so einen Ultra-Godzilla-Boss-Salmonid. 34. Ich meine, ist natürlich ein bisschen scheiße, wenn man halt wirklich ein Loadout hat, was keiner kann. Okay. Noch eine Schicht. Also je nach Loadout ist es halt ein wenig stressiger, sag ich jetzt mal. Weil... Es kann sein, dass es eine Runde gibt, die halt nur Roller hat. Und wenn man halt keine Ahnung hat, wie man Roller spielt, dann ist man eigentlich am Arsch. Und ich weiß gar nicht. Ich glaube, alle 2 Stunden? Kann das sein? 2 Stunden? 4 Stunden? Ich weiß gar nicht, wie oft in Salmon Run die Skills und Level und alles ausgetauscht werden, wenn ich ehrlich bin. Ultra-artig. Ich meine, halt. Ist halt lustig, dass ich mehr so die Online- und Nebensachen erstmal spielen will, als wie den Story-Mode. Obwohl der Story-Mode einem halt echt viel beibringt. Gerade sagen. Ich hab den... Wie heißt der? Den Mini-Whale? Also... Die Mini-Variante vom Killer Whale. Ja, die kleinen, die sollte man nicht unterschätzen. Also die mittelgroßen, die können einen weghauen, aber wenn 2, 3 so kleine Pisse auf einen zukommen, dann kann es auch mal böse enden. Zu wenig Tinte. Der ist, glaube ich, was für mich. Hier ist er. Okay. Bevor die Tinte. Ich finde im Übrigen auch den Rettungsring cool. Als Tintenanzeige. Für den Kaviar einsammeln, der ist wichtig. Also nicht wichtig, aber der gibt halt extra Punkte. Und wir haben die Splatling, das ist toll. Wo ist der Korb? Hier hinten. Wo sind die Salmonide da? Okay. Ja, der war ein bisschen verkackt, aber hey.
Nein, du Bitch! Ich mag halt den Wind-Up von der Dingens nicht. Ja, ich esse wieder meine Lippe. Gehört dazu. Oh. War das jetzt, weil wir den einen da... Oh, dich kenne ich gar nicht. Keine Ahnung. Habe ich dich einfach tot gewailt? Danke. Ich mag halt die Splatter gar nicht. Die gefällt mir so überhaupt nicht. Eigentum der Bänge, Stopper. Den mag ich schon ein bisschen mehr. Es war ein bisschen nervig, dass man spammen muss, aber... So, von wo kommen wir? Da. Okay. Wohin ist er jetzt verschwunden? Ich meine, die Quote haben wir locker erfüllt, aber... Ich meine, wäre doch schön, extra Punkte zu kriegen. Ja, 10. Ist noch ein paar Eier. Die Chance, nochmal einen Boss kaputt zu machen, sind eigentlich recht gering. Dass die Stäbe hier so mitten im Weg stehen bleiben, ist heftig. Oh, 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 oh. Der Malmsalm. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich glaube, man muss die Bosse kaputt machen. Okay, okay, wo ist er? Wo ist Big Boy? Big Boy, wo bist du da? Pass auf! Okay. Bam. Immer ordentlich draufhalten. Ach, Arti, wo bist du? Komm. Lebe. Extra Welle geschafft? Yes. Nice. Das ist schön. Das freut mich.
War jetzt die zweite Runde? Okay, und dafür gibt's dann Schuppen, I guess? Interessant, interessant. Ich will noch ein paar Runden, ich will noch ein paar Runden. So wenige Punkte dafür, dass wir den Big Boy gekillt haben. Oh, schade. Arenen und Kampfarten wurden geändert. Hat das auch mit Salmon Run zu tun? Oh, hier gibt es Belohnungen. Geld und eine Cappy. Oh, wie cool ist das denn? Und Deko, Aufkleber. Boah, dafür braucht man aber viel Schäsel. Zur Arbeit melden. Immer noch der gleiche Shit. Das ist schade. Aktuelle Ausrüstung, Schnapphackkappe. Das ist quasi das, was man jetzt in der Season, sag ich jetzt mal, farmen kann. Und dann hat man halt immer die Möglichkeit, so lange zu farmen, bis man die passende Mütze kriegt. Und beim nächsten Mal ist es dann halt ein T-Shirt und keine Ahnung was. Es ist halt ein weiterer Online-Modus, wenn man halt nicht gegeneinander kämpfen will. Und ich mag's. Natürlich wäre es lustiger mit real people in einem Discord-Call oder sowas in der Art, aber ich finde den Salmon Run jetzt nicht so kompliziert, dass man nicht vielleicht doch einfach mit Leuten randoms spielen kann. Ich meine, genau. Wenn man selbst nicht richtig reinscheißt, dann ist alles gut. Geh weg! Ich hab keine Tinte. Schön. Da habe ich jetzt dummerweise versucht, den komischen Jump zu machen. Also diesen Squid Jump. Oh! Holy, holy! Der hat uns jetzt aber beide genutzt. Ey, du kannst also auch hier festhängen, verstehe. Oh, gerade so die Quota erfüllt. Oh, schade. Ja, und da habe ich meine Arthritis-Hände wieder auf dem auf dem Tisch. Darf man nämlich nicht. Oh, jetzt geht das Wasser auf. Oh, Schissel, haben wir wenig Platz. Gucken Sie da. Oh, wer bist du? Wer oder was bist du? Wer bist du? Hallo? Was bist du? Was bist du? Ich habe legitim keine Ahnung, was das sein soll.
Da hinten ist noch einer. Das ist creepy AF. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Wirft man da eine Bombe rein? Ah, I get it. I get it. Ich bin nicht ein Dumm. Fuck. Ich war fast ein Dumm. Oh. Oh, da haben wir aber alle so ein bisschen reingeschissen. Ich dachte erst, das wäre wirklich so ein Boss. Salmonid-Dingen. So, von wo kommt er? Boys? Wo sind wir am Droppen? Wichtig. Ich muss mir angewöhnen, nein, ich muss mir angewöhnen, dass ich, wenn ich mich schnell umdrehen will, einfach Dingens drücken kann. Y. Oh shit, wo habe ich den jetzt hingeknallt? Oh shit. Da waren zu viele. Oh oh. Wo ist unser letzter Feierabend? Scheiße. Das passiert, wenn alle deaden. Schade aber auch. Schade. Aber ich glaube, wenn man stirbt... Ich glaube, wenn man stirbt, verliert man auch ein paar Punkte. Ja, man war nicht der Schlechteste. Ah, man kriegt halt nicht viel. Nächster Superbonus. Was heißt denn Superbonus? Ist da irgendwas richtig, richtig Besonderes? Hinter entfernen. Hm. Achso, wenn man trainiert. Of course! Wie gesagt. Wir waren halt alle, genau, da kamen halt viele Salmoniden auf uns zu, ne? Also, da ist es halt ein wenig komisch. Okay, und wir fangen also direkt mit Grande Shit an. Im wahrsten Sinne des Wortes fangen wir mit Grande Shit an. Wieder den Krabbenpanzer. Den Panzer. Quasi. Oh, das ist aber auch eine Dreckswaffe für mich. Wo ist der Tote? Da.
Ehrlich jetzt? Ich meine, ist ja schön. Okay. Oh shit. Fuck. Ich wollte Anlauf nehmen. Da habe ich zu viel Anlauf genommen. Ach komm, der war. Das war perfekt. Wir haben zwar die Quote erfüllt, aber I'm sorry, aber. Perfekt, da hätte man den nicht werfen können. Welle 1, okay. Ich meine, ich darf nicht vergessen, ich habe auch noch meine Ulti. Geht das Wasser wieder runter? Nein. Nein, okay. Und nicht die Arthritis-Hände auf den Tisch legen, bitte. Danke. Die Kleinen sieht man aber wirklich schlecht manchmal, die kleinen Pisser. Das ist nicht gut. Fuck it, Panzer. Stop. Hammer time. Kriegen die mich hier oben nicht? Den letzten musste ich zwar da lassen, aber ich bin lieber einmal gesprungen und hatte den Safe im Käfig, als wie, you know. Ein paar Eier haben ist besser als wie keine Eier haben. Du hast Eier gesagt. Ach du Wichser. Den hier mag ich am wenigsten. Weil man dafür die Dinger benutzen muss. Seine Granaten. Hallo. Na du. Ich esse meine Lippen nicht, ich befeuchte sie nur, damit ich besser sprechen kann. Ah, ist gute Taktik, ne? Man will ja fresh sein. Keine Ahnung, wie man fresh sein kann. Du Wichser wieder. Hey, man kann als Krebs. Man kann als Krebs getötet werden. Das wusste ich legitim nicht. Ich dachte, man ist so ein bisschen. Ja, Joe, ist doch gut. Alles gut. Ich meine, es war nett, dass du Bescheid sagst, aber wir kriegen das schon hin. Oh. Den Boss kriegen wir zwar nicht kaputt, aber hier kommen noch so ein paar Eier. Schade. Ne, ein paar Eier. Eier. Eier, wir brauchen Eier. Haha, lustig.
Wer hat das nochmal gesagt? Keine Ahnung. Whatever, anyway. Big Eier. Big Eier. Big, big, big. So, 10 Stück habe ich. Neat. Teilzeitkraft bin ich jetzt. Oh. Ich habe keine Ahnung, was mir das bringt, aber hey, ich bin eine Teilzeitkraft. Ich weiß immer noch nicht, was meine Katalogstufe ist. Nächster Superbonus in... Ach, ja, komm, machen wir noch eine. Okay. Wie genau der Schirm funktioniert, keine Ahnung. Also, wie man den effizient spielen soll. Der ist halt mehr so wie so eine kleine Shotgun. Ich habe keine Ahnung, ob wenn man Multiplayer spielt, ob man theoretisch sich an den Gegner so ran sneaken könnte und einfach BAM! Das fände ich cool, wenn ich ehrlich bin. Also, das wäre so meine Art zu spielen, einfach so sneaky und BAM! Je nachdem, was man dann halt noch als Nebenkram hat. Ina, bitte, bitte mach irgendwas. Ich will nämlich nicht, dass du AFK bist, Tina. Oder disconnected bist, Tina. Bibi und Tina. Okay, ich habe den Slider. So. Zack. Ihr kleinen Pisser. Ihr kleinen Pisserchen. So. Oh, da ist er. Ich finde das schön, dass der auch seine eigenen Leute zermatscht. Wir müssen hier mal ein bisschen mehr einfärben, damit man besser... Ah! Struggle. Bam! Ich meine, die Welle ist eh zu Ende, aber... Wäre halt schon schön gewesen, nochmal ein, zwei Eier dahin zu schießen. So. Der Kopf war lange nicht mehr woanders. Okay, kommt von hier. Ja, wir bleiben erstmal mehr so im Mittelbereich. Ach, ich hab schon Mr. Egg. Der braucht jetzt wie ich ein bisschen, um zu verstehen, wer was, wie rum, wieso, was auch immer da ist. Butterfly, I save you. Okay, wo ist der Sniper? Hier war doch irgendwo der Sniper. Komm, erzähl mir doch nicht. Oh, du!
Jetzt wird es mir aber zu viel. Okay, wir haben die Quote immerhin, aber... Scheiße. Tschüss. Ja. Okay, wir sind erst in Stufe 2. Das ist nicht so toll. Weil erstens habe ich jetzt den Schwapper. Und zweitens habe ich keine Super Weapons mehr. So, zack. Insta dead. Ja, wobei der Schwapper ist halt nicht so schlimm. Wie die Splatling zum Beispiel. Moment, ist da einer? Ist da AFK? Tina? Man, ich kann verstehen, sie hat die Splatling. Die Gatling Gun. Wenn man da dann sagt, nope, ich will nicht mehr. Kann ich das in irgendeiner Form auch nachvollziehen. Vollziehen? Verstehen? I'm sorry. Na, trotz Mangel an Superwaffe läuft's eigentlich. Warum kommt der denn jetzt so oft? Shit. Das könnte mein Tod sein, genau. So, jetzt gehen wir in die Mitte. Hallo. Tina, save me. Someone. Butterfly. Butterfly. Danke. Wir können die Eier abgeben. Easy. We did it. We did it. Okay. Oh, diesmal kein Superfisch. Gut. Goody good. Ich hoffe, wir kommen wenigstens auf diese super ultra Belohnung. Weil, keine Ahnung, vielleicht ist das ja irgendwas wirklich super Tolles. Nein, ich bin nur ein Teilzeitkraft, aber hey. Erhalten. Erhalten. Yay! So, und jetzt können wir uns die Sachen abholen. I guess. Oh, was war das denn? Leggy Leg Leg? Geld und... Ich glaube, das sind diese Fähigkeitsfragmente. Womit man bei Arti neuen Shit kaufen kann. Nee, nicht bei Arti, wie heißt er? Wie heißt er? Irgendwas mit M? Er hier. Wie heißt das? Sid. Okay. Coole Ausrüstung. Liebe Schurke. Okay, bestellen. Ach, stimmt. Bei ihm kann man ja Sachen bestellen. Felder lernen, Felder zufällig. Tenterworld-Lieferung. Ja, falls du mehr Zeit hast. Aber okay, jetzt mal erstmal eine Bestellung. Effekt hinzufügen, neue Effekte, wenn er bla bla bla, wenig kompliziert, so raus, welches Ausrüstungszahl. Keins davon, aber hey. Ah, okay. 45 oder 10. Okay, I get it. Felder leeren kostet Geld. Bestellung davon, bleib mal geschmeidig. Ja, wird Sternewert erhöhen. Du hast gerade viel zu tun, deine Oma hat viel zu tun. Aber anscheinend kann ich bei ihm Sachen bestellen. Vorausgesetzt, es sind coole Teile. I love this game.
ich natürlich nicht kaufen, weil das DLC-Dinger sind. Was schade ist. Was sind das hier? Arena-Top-Schuh. Ja, Amiibo, Amiibo. Apropos Amiibo, ich hab doch hier einen. So, gehen wir doch mal hier hin. Amiibo-Daten lesen. Boop. Muss erst einen Besitzer registrieren. Was? Kann ich nicht einfach mein Mii nehmen? Registrieren? Komplett neu. Mii von Amiibo auskopieren. Habe ich den fucking Amiibo? Metroid Squishy Amiibo. Fuck. Moment. Bitch-ass Mario Amiibo. Besser so als selber machen. Gib einen Spitznamen ein. Mi. Habe ich wirklich keine einzigen Amiibo hier? Also so gar nicht? Warum nicht? Och Gottchen. Wie oft muss ich den denn noch scannen? Danke, Mrs. Splatoon. Das ist Splatsville. Schön hier zu sein. Du bist cool. Wollen wir Freunde sein? Ja, okay. Ich merke mir sogar den Lieblingsstar. Bla bla. Nein! Fuck! So, jetzt aber. Ist wie die Eule in Ocarina of Time. Das ist Batman, bla, schön hier zu sein. Boah, du bist cool, wollen wir Freunde sein? Ich meine, bla, so kann man, nicht schlecht, oder? Freunde, jo. God fucking damn it, Nintendo. Komm, ich lasse ihn jetzt hier drauf. Mit fucking Amiibo, so. Wie ein anderes Amiibo wurde gescannt. Deine Mutter wurde gescannt! Die Amiibo-Daten sind fehlerhaft. Ich will doch nur meine Amiibo-Sachen. Ja, das ist also Splatsville. Ich will nichts wissen. Ich wollte einfach nur eine Sache. So, jetzt verpiss dich auf ewig in meinen Schrank. So. Du bist neu. Aber dich können wir aufleveln. Dich, keine Ahnung. Bei euch, das ist beides das gleiche. Aber hey. Machen wir das mal so. Und wo wir gerade dabei sind, können wir auch mal nach Deko und Co. gehen. Da waren wir nämlich noch gar nicht beim letzten Mal. Dann haben wir quasi ein wenig die Stadt erkundet und Salmon Run gemacht. Aber da will ich gar nicht Verkäuferin. Die kommen in deinen Spind. Okay. Ein Katalog. Oh. Dann erhältst du dieses Mal, wenn sich dann eine... irgendwas Tolles als Belohnung. Hier schon mal dein erster Preis. Okay. Okay, interessant. Pinker Dummy. Kuscheltier. Propanglas. Schild, sorry, 3. Posters. Wiruk. Ja, kaufen wir. Ich sagte kaufen. So. Okay. Oh, whatever. Whatever. Und
das können wir jetzt, I guess, in unseren Spind packen. Ach so, den Splash-Tag. Hier kann man Sachen kaufen, bekommen. Wenn ich angeben, Snacks. Bla, 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 bla. Wir nehmen nur Coupons. Wie kriege ich denn die Coupons? Okay. Dann halt keine Coupons für mich. Versuch dein Glück am Kapselautomaten. Das erste Spiel kostet so viel. Okay. Ein Snack-Coupon! Frage erfüllt. Frage erfüllt? Frage beantwortet. Spindhalle. Hier kannst du einen Spind... Okay, das hier ist ein Spind. Okay. Schau mal, was drin ist. Ja, was ist da drin? Okay. Okay. Das sieht gut aus. Weg damit, weg damit, weg, weg, weg. So, und jetzt tun wir da Sachen rein, nämlich einen Sticker. So, bam. Oh, ich kann auch draußen was tun. Hintun, so, Sticker, bam. Okay, jetzt machen wir ihn wieder auf. Machen wir so, ne? Und da kommt rein mein Babyklexer. So, so. Bam. Und mein Big Boy Klexer. So. Und eine davon. Einfach blöpp. Genau, und dann machen wir. Haben wir Haken? Kleiderhaken. Zip. Und dann an den Kleiderhaken kommt meine Glitzerkappe. An den Kleiderhaken kommt meine Glitzer. Kleiderhaken extra breit. So besser. Ich will die Glitzerkappe da dran machen. Oder vielleicht muss ich die da drauf fallen lassen? Einfach so, so plöpp. Wie dumm ist das denn? Aber das kann ich doch hier dran machen. Kann ich das nicht hier irgendwo? Klar! Ah, fuck it. So würde ich es auch im Real Life machen. Einfach dahin. Okay, komm hier. Sub. Sub. Einfach den oldsten Spind ever. Weg damit. Dann hier ein bisschen höher. Ich will das hier hin tun. Fuck it. So, das ist mein Spind. Ist der schönste Spind ever. So, vielen Dank an die Leute, die dabei waren. Whatever. Man sieht sich. Man sieht sich.